Guten Tag, meine liebe Damen und Herren. Es geht heute wieder um Scharlatan und Gesundheitslügen. Ich möchte Ihnen heute Herrn Patrick Strohbach vorstellen. Er ist gelernter Erzieher und studierte Lehramt für Chemie und Biologie. Er hat außerdem einen YouTube-Kanal, Rohvegan am Limit, mit vielen Videos zu verschiedenen Gesundheitsthemen. Er erzählt über seine Einkäufe bei Lidl, vergleicht Sprossen mit Wildkräutern, also ganz harmlose Sachen. Und es gibt dann andere Videos, die schon vom Titel her eine ganz andere Geschichte erzählen. Nie gezeigte Studie zur Salztoxizität, vergessene Wundermittel, Verdopplung der Lebenserwartung, Tumortherapie und sogar mehr Haare dank des Wissens dieses Mannes. Spannend, oder? Wo hat er aber nun dieses Wissen her? Aus Studien. Kostenpflichtige Studie, die genau das gemacht hat. 2017 Studie beschrieben worden ist in dieser Studie. Und dann 2014er Studie, weil Studien zeigen ganz klar, eine ganz neue Studie gefunden. Ich habe eine selbst durchgeführte Studie gemacht. Metastudienlager, komplett Lebensstudie sind. Also es gibt noch eine weitere Studie, eine zweite Studie, ja? Ups, kostenpflichtig, ja, alles kostenpflichtig. Das Problem mit diesen Studien, dass man sogar ein sehr tiefes Grundwissen haben muss, um sie zu verstehen. Sie sind nicht für die Normalbevölkerung geschrieben worden, sondern für ausgebildete Fachleute. Herr Strohbach meint, dass man kein Wissenschaftler sein muss, um eine Studie zu interpretieren. Und dazu muss man kein Wissenschaftler sein, um das hier zu sehen, ja? Sein fehlendes Grundwissen kann man sehr schnell daran erkennen, dass er mit den einfachsten Fachbegriffen nicht vertraut ist. Welche zwei wirken zum Beispiel gegen ja, Kardiovaskularität oder sonst was Probleme? Kardiovaskularität. Kardiovaskular bedeutet Herz-Kreislauf, also Herz-Kreislauf-Arität. Und nein, diese Sache ist nicht so klein, wie Sie es jetzt vielleicht denken. Ein Kardiologe, ein echter Fachmann, wird sowas nie sagen. Eine synaptische Plastizität passiert. Und das ist ein ganz, ganz schönes Wort. Plastizität, Plastikformbarkeit, ja, deine Synapsen werden wieder geformt, ja, so wie sie sollen, damit sie wieder funktionieren, ja. Eine synaptische Plastizität passiert nicht. Die Synapsen werden natürlich nicht geformt, somit sie wieder funktionieren. Unter synaptischer Plastizität versteht man die Anpassungsfähigkeit des Gehirns. Dieser Prozess dient dazu, die Funktionen des Nervensystems zu erhalten, anzupassen und gegebenenfalls zu erweitern, abhängig von der aktuellen Lebenssituation. Genauso wie unsere Knochen sich unter Belastung stets umbauen. In seinem Kontext versucht er aber immer wieder anzudeuten, dass in uns irgendetwas kaputt ist, was repariert werden sollte. Zum Grundwissen gehört auch zum Beispiel die Epidemiologie. Das ist eine Fachdisziplin, die sich mit Verbreitung, Ursachen und Folgen der Erkrankungen beschäftigt. Da er sich damit nicht auskennt, erzählt er zum Beispiel in seinem Video über Multiple Sklerose, kurz MS, das. Trotzdem steigt die MS-Rate. Womit kann das zusammenhängen? Halb so wild, alle Leute, ja? Also, man muss sich die Geburtsrate einfach anschauen, ja? Und wir sehen hier 2009, 1,36 Kinder hat die Frau bekommen, ja? Und dann dementsprechend 2015 1,5. Das heißt, die Population steigt einfach nur und damit proportional natürlich auch mehr Krankheiten. Also, die MS-Rate steigt zwischen 2009 und 2015, weil die Frauen zwischen 2009 und 2015 mehr Kinder bekommen haben, mehr Menschen, mehr MS. Da MS keine Erkrankung des Kindesalters ist, kann es hier überhaupt keinen Zusammenhang geben. Die Kinder, die 2009 geboren sind, sind 2015 6 Jahre alt. Das ist nicht das Alter, in dem sich MS manifestiert. Er fängt dann an zu erzählen, dass MS mit Vitamin D behandelt werden sollte. Dazu findet er sogar eine Studie, sein Wissen kommt aber wieder zu kurz, weil er nicht weiß, was ein Pilot Clinical Trial ist. Diese sind nämlich meistens kleine experimentelle Studien, die keine richtige Aussagekraft haben und häufig in die falsche Richtung führen. Solche Studien sind mit sehr viel Vorsicht zu genießen und sind eher als eine Idee, Anregung zur weiteren Forschung zu betrachten. Er erzählt uns aber gleich, wie man die Studie über die positiven Auswirkungen des Vitamins D noch besser hätte machen können. Und die Studie wäre nochmals besser ausgegangen, wenn es wirklich bioverfügbares Vitamin D gewesen wäre, in liposomaler Form, ja? Weil das ist wirklich sehr zugänglich für die Zellen, ja? Weil das Vitamin D muss in die Zellen rein, ja? Darum geht das doch. Natürlich wäre die Studie besser ausgegangen, wären bloß die Forscher so schlau gewesen, wie er ist. Und das ist alles, was er uns letztendlich sagen möchte. Kauf mein Produkt, es ist einfach das Beste. Warum sein Produkt das Beste ist?
Hören wir das zusammen an. Ja, weil das Vitamin D muss in die Zellen rein, ja? Weil nicht durch die Leber erst, ja? Weil dann ist es letztendlich schon vorprogrammiert und nur noch für die Calcium, ja, für den Calciumstoffwechsel, sag ich mal, zuständig, ja? Aber nicht mehr für die ordentliche Zellteilung von Aufbau von gesunden Zellen, ja? Das ist nur wirklich gewährleistet durch wirklich bioverfügbares Vitamin D, ja? Am besten liposomales und tägliche Gabe, ja? Schaut unbedingt mein letztes Video dazu nochmal an. Also, wir brauchen bioverfügbares Vitamin D in liposomalen Form, weil Vitamin D direkt in die Zellen rein muss, nicht erst durch die Leber. Ansonsten ist Vitamin D nur für den Calciumstoffwechsel zuständig und nicht für die ordentliche Zellteilung. Was verstehen Sie von diesen drei Schlüsselpunkten? Es klingt alles hochwissenschaftlich, oder? Es ist alles Quatsch. Um seinen Liposomenwahn zu verstehen, sollten wir ein anderes Video anschauen, am besten diese hier. Also ganz kurz zum Thema Liposom. Ein Liposom ist eine Struktur bestehend aus zwei Schichten von Phospholipiden und Cholesterin. Sie sind Nachahmungen von natürlichen Zellmembranen und kommen häufig als Transportsysteme für verschiedene Medikamente in Einsatz. Durch die Ähnlichkeit mit der normalen Zellmembran können Liposomen in die Zellen einschmelzen und dadurch hocheffektive Wirkstoffe ins Ziel bringen. Das Wort Liposom ist aber nur ein Sammelbegriff. Liposomen können sich voneinander grundsätzlich unterscheiden. Man kann diese Strukturen mit den unterschiedlichsten Oberflächenmolekülen dekodieren und damit an bestimmten Zellen oder Rezeptoren steuern. So könnte man zum Beispiel Chemotherapeutika direkt in Krebszellen bringen. Dazu muss das Präparat intravenös appliziert werden, da die Liposomen leider hochempfindlich sind und von unserem Verdauungssystem zerstört werden. Die Tatsache, dass Liposomen meistens intravenös gegeben werden, ist Herrn Strohbach sehr wohl bekannt. In seinem Video zeigt er diese Studie und hier ist klar zu lesen, IV, das heißt intravenös Injektion. Natürlich, wenn Wirkstoffe liposomal gesteuert in die Venen gegeben werden, kommen sie besser und gezielter ins Zielorgan an. Dazu müssen aber Liposomen in den Blutkreislauf gelangen. Seine Produkte werden aber nun nicht als Injektion verabreicht, sondern einfach getrunken. Und wir wissen es, dass oral verabreichte Liposomen durch den Darmschleimhaut aufgenommen werden, sie können aber die Darmzellen nicht durchqueren und gelangen nicht ins Blut. Nur der Wirkstoff kann so aufgenommen werden. Die Liposomen werden größtenteils bereits in unserem Magen und Darm durch die Verdauungsenzyme zerstört und die wenig Überlebenden dann in den Darmzellen zerlegt. Das sagt er eigentlich auch selbst. Woher kennen wir Doppellipidschicht? Natürlich. Von unseren eigenen Zellen. Sie sind ebenfalls umgeben von einer Doppellipidschicht. Und genau wenn Doppellipidschicht auf Doppellipidschicht trifft, ja, weil Fett und Fett löst sich ja natürlich, dann wird der Wirkstoff sehr, sehr einfach haben, es hinein zu diffundieren in die andere Zelle. Ja, ganz einfach, er verschmelzt damit und der Wirkstoff kann eindringen in die Zelle. Das hier ist alles richtig. Und mit welcher Zelle kommt das Liposom zuerst im Darm in Kontakt? Natürlich mit den Darmzellen. Durch dieses Verschmelzen wird dann den Wirkstoff in die Darmzelle abgegeben und das Liposom verschwindet. Das ist keine Frage, dass man dadurch eine bessere Aufnahme des Wirkstoffes erreichen kann. Die so verabreichten Vitamine können bei gleicher Dosierung einen höheren Blutspiegel erreichen als herkömmliche Tabletten. Das erzählt er uns mit diesem Beispiel über Vitamin C. Mitte 2016 wurde eine weitere Studie gemacht. Gleiche Menge Vitamin C wurde verabreicht, oral. Und man sieht hier ganz, ganz klar, dass ein 40% höheres Blutserumkonzentration nach der liposomalen Version letztendlich zu finden war. 40% höherer Blutspiegel. Das heißt, ich nehme noch eine halbe Tablette vom Normalen ein und erreiche denselben Effekt. Laut ihm wäre es nicht so einfach, mindestens nicht bei Vitamin C. Er sagt noch in diesem Video, dass nach oraler Gabe mit normalen Tabletten nie ein Blutspiegel über 200 Mikrogramm erreicht werden kann, aber mit seinen Präparaten schon. Das ist alles schön, aber man muss doch die Frage stellen, ist so ein hoher Spiegel eigentlich gesund? Er sagt, dass Vitamin C ja keine Nebenwirkungen hat. Es gibt keine wissenschaftliche Studie, die jemals bewiesen hat, dass Ascorbinsäure schlecht für deinen Körper ist. Seht ihr einmal hier eingeblendet, ja? Könnt es gerne auch nochmal nachrecherchieren, nochmal weiter recherchieren. Gibt es nicht. Was ist mit Nierenstein? Es ist zwar nicht sehr häufig, aber lohnt es sich? Vor allem dann, wenn man in Anbetracht zieht, dass keine Evidenz existiert, dass die Einnahme von viel Vitamin C wirklich etwas bringt? Mich würde auch noch die Kinetik seiner Präparate interessieren.
Wenn die Liposomen schnell und effektiv aufgenommen werden, werden sie sicherlich einen schnellen Anstieg des Blutspiegels verursachen, gefolgt von einem genauso rapiden Abfall. Das Ziel sollte aber nunmehr sein, einen gleichmäßigen, über den ganzen Tag anhaltenden, guten Blutspiegel zu haben, oder? Einfacher, nicht sehr effektive Liposomen sind übrigens nichts Sensationelles. Dieser Herr schafft es in seinem Wohnzimmer angeblich mit einem Mixer und einem Ultraschallreiniger welche herzustellen. Aber die größte Lüge über seine Produkte kommt jetzt erst. Er sagte in seinem Video über MS nicht, dass sein liposomales Vitamin D aus dem Darm besser aufgenommen wird, sondern dass es direkt in die Zellen kommt und nicht erst durch die Leber geht. Er deutete auch in anderen Videos häufig an, dass seine liposomalen Vitamine wie intravenös injizierte Liposomen wirken. Er versucht mit der hohen Wirksamkeit und anderen guten Eigenschaften der intravenösen Medikamente zu werben, wobei sein Produkt mit diesen nicht vergleichbar ist. Seine liposomalen Vitamine haben drei Eigenschaften, die sie von den herkömmlichen Tabletten unterscheiden. Dank besserer Bioverfügbarkeit reicht eine kleinere Einnahmedosis für gleichen Blutspiegel, sie sind teurer, sie sind nicht so lange haltbar. Es ist natürlich völlig egal, ob Vitamin D im Darmlumen noch in Liposomen eingepackt war oder nicht. Wenn es einmal aufgenommen wurde, geht es aus den Darmzellen immer durch denselben Weg ins Blut, unabhängig von Transportmedium. Und das Blut aus dem Darm fließt immer als erstes in die Leber. Es ist anatomisch nicht anders möglich. Aber Herr Strohbach, ich habe eine Lösung für das Problem. Sie wollen, dass Ihre Vitamine direkt in den Kreislauf zu den Zellen kommen, ohne erst durch die Leber zu gehen? Stecken Sie es einfach hinten rein. Ja, genau dort rein, aber nicht so tief. Nur aus dem unteren Teil des Enddarms gelangen die applizierten Stoffe direkt in die untere Hohlvene und umgehen dadurch die Leber. Deswegen wirken Zäpfchen so stark und genau deswegen sollten sie nicht sehr tief reingeschoben werden. Vielleicht sollten sie ihr Geld nicht für Studien ausgeben, die sie sowieso nicht verstehen, sondern eher für so ein Buch. Schöne Bilder sind drin. Er meint, dass Vitamin D erst in die Zellen müsse, ansonsten sei es für eine ordentliche Zellteilung nicht gut. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, es wird im Körper gelagert, nach Bedarf mobilisiert und für sämtliche Prozesse zur Verfügung gestellt. Unser Körper unterscheidet nicht zwischen Vitamin D und Vitamin D. Wenn unsere Vitaminspeicher gefüllt sind, bringt eine tägliche Einnahme, was er auch befürwortet, keinen Zusatznutzen. Aber Hauptsache Vitamin D, oder? Das ist nicht ungesund. Die meisten Menschen haben einen Vitamin D-Mangel. Die Einnahme ist gut. Man braucht aber nicht so viel und nicht unbedingt in liposomaler Form. Und vor allem, mit Vitamin D kann man leider keine MS heilen. In der Conclusion steht auch ganz, ganz klar, dass man MS dadurch verzögern kann oder sogar verhindern kann. Das heißt, wenn du deinen Körper täglich mit bioverfügbarem Vitamin D und täglicher Zugabe versorgst, dann kann man es wirklich verhindern, steht hier schwarz auf weiß, ja? Das steht da nicht schwarz auf weiß. Da steht, dass Vitamin D3 Rückfälle verzögern oder verhindern kann. Bioverfügbares und tägliche Einnahme steht nirgendwo. Das ist seine nette Ergänzung, eine kleine Werbung für sein Produkt. Den Krankheitsverlauf wird beschleunigt, steht hier, wenn man kein Vitamin D zuführt, ja, in ausreichender Menge, wie ein Körper ihn benötigt. Es steht nicht da, dass der Krankheitsverlauf beschleunigt wird, wenn man kein Vitamin D zuführt. Da steht, dass bei einem zu niedrigen Vitamin D-Spiegel die Krankheitsentwicklung beschleunigt wird. Das heißt, dass ein Vitaminmangel ausgeglichen werden sollte, die Zufuhr des Vitamins ist aber bei einem normalen Blutspiegel nicht erforderlich. Genau das finde ich so unverständlich bei diesen Scharlatanen. Sie haben ein Produkt und sie wollen es natürlich verkaufen. Aber sie können es einfach nicht sagen. Hey, übrigens, ich habe hier auch mein eigenes Vitamin D. Es ist genauso gut wie alle anderen. Wenn ihr Vitamin D einnehmen wollt, kauft bitte meins. Nein, sie belügen uns mit falsch interpretierten Studien, sie versuchen mit unseren Ängsten zu spielen und sie versprechen Heilung für Krankheiten, die leider noch nicht geheilt werden können. Wer kann ihm aber böse sein? Er will nur helfen. Ja, natürlich gibt es diese Beeren auch nicht bei Aldi und auch nicht bei Edeka. Warum mache ich denn überhaupt dieses Video? Genau aus diesem Grund, weil es sie da eben noch nicht gibt. Und
sie eben da noch nicht den Menschen eben helfen kann, ja? Weil sie noch so fern ist und es noch keiner von ihr weiß. Wie Sie sehen, es geht in diesem Video um eine Wunderbeere, die alle Tumoren nach 4 Stunden töten kann. Es wird hier viel erzählt, verwirrende Grafiken, chemische Bindungen werden gezeigt, ab und zu ein bisschen Eigenwerbung, aber letztendlich hört man nichts Sinnvolles. Was ist diese Beere? Wie kann ich damit meinen Tumor heilen? Er hat hier selber einen Kommentar mit einem Link hinterlassen, der führt zu einem Artikel, in dem das und das hier steht. Wie war der Videotitel nochmal bitte? Ich fasse es kurz zusammen. Es gibt eine Tropenfrucht, aus der sich ein Wirkstoff isolieren ließ. Wird dieser in bestimmte, nicht metastasierte Tumorarten injiziert, stirbt der Tumor ab. Das Mittel zeigt Potenzial und wird deswegen untersucht. Bis 2019 hat es erst die Phase 1-Studie abgeschlossen. Wir wissen noch nicht, welche Nebenwirkungen und welche Langzeitfolgen eine solche Behandlung hat. Wir wissen noch nicht, ob das Mittel sich als Medikament bewähren kann. Das war es. Es ist nichts mehr zu dem Thema zu sagen. Wie kann man daraus ein 9 Minuten langes Video machen? Und vor allem, was will er damit erreichen? Er wollte sich einfach als ein Vielwissender darstellen, als ein Weiser, der ein Geheimnis hütet. Ich meine, ich habe alles getan. Ja? Ich habe das Video hier gemacht und diese Recherchearbeiten gemacht und der Rest liegt an dir. Ja? Ob du es teilst, ob du es weiterlässt, ob du es likest, ob du es teilst, damit das Video dementsprechend empfohlen wird, auch von YouTube und so weiter. Das liegt alles an dir, ob Menschen davon erfahren hat oder eben nicht. Ja? Kurz noch dazu. Sie wissen jetzt, wie der Wirkstoff aus den Beeren verwendet werden könnte. Wie würde es uns bitte helfen, wenn wir die Beeren beim Aldi kaufen könnten? Und das geht so weiter in jedem Video stundenlang. Ich habe noch zahlreiche Beispiele gefunden, diese habe ich aber am Ende aus meinem Skript doch gelöscht. Ich kann mich letztendlich nur wiederholen, aber ich denke, es ist nicht notwendig. Herr Strohbach ist ein Paradebeispiel für einen manipulativen Scharlatan, der mit Halbwissen Großes bewegen und natürlich viel verkaufen möchte. Ob dabei Menschen belogen werden, ob er falsche Hoffnungen erweckt, ob gutmütige, verzweifelte Kranke ausgebeutet werden. Ich weiß nicht, was besser ist. Ob er das ganz bewusst fürs Geld und Aufmerksamkeit macht oder ob er an all diesen Unsinn wirklich glaubt. Lassen Sie sich bitte nicht ausbeuten und täuschen. Ich bleibe auf jeden Fall daran. Wenn Sie solche Scharlatane kennen, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail und wir sehen uns bald wieder. Janosch? Bitte, bitte nicht, okay?